Der Neujahrsempfang der Bergischen Industrie- und Handelskammer ist traditionell jedes Jahr der Treffpunkt für die Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in der Region. Auch in diesem Jahr fanden sich wieder zahlreiche Gäste in der Wuppertaler Stadthalle ein. Zentrale Fragen: Was bringt das neue Jahr und wie steht es um die Wirtschaft? Für die bergische Wirtschaft wird es auf allen Fällen darauf ankommen, dass wir weiterhin gute Mitarbeiter und Mitarbeiter ausbilden. Die Investition in Bildung bleibt das Wichtigste, vor allen Dingen, wo im Rahmen der Digitalisierung, wo im Rahmen von ganz neuen Technologien das Wissen eigentlich immer in kürzeren Zyklen überarbeitet werden muss und die ständige Weiterbildung ein ganz wesentlicher Faktor für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter wird. Und das müssen die Unternehmen unterstützen und auch fördern. Musikalisch wurde die Veranstaltung von der Band Glory Nights begleitet. Der diesjährige Gastredner war Roland Tichy. In seiner Rede erörterte er die Problematik der Fake News im Zeitalter des Internets und rief zu einem bewussteren Umgang mit dem Medium auf. Wir erleben im Augenblick einen dramatischen Veränderungsprozess der Medienlandschaft. Weg von den klassischen Medien, wie wir sie kennen, Fernsehen, aber auch gerade Print, hin zu internetgetriebenen Medien. Und das macht natürlich vielen Beschäftigten in dieser Branche Angst. Und das führt dazu natürlich, dass sie gewissermaßen konservativ versuchen, an den bestehenden Medien irgendwie festzuhalten und die neuen zu verdammen. Ich glaube, es war aber nie ein Erfolgsrezept, neue Technologien zu verdammen, sondern den Erfolg hat immer derjenige, der neue Techniken nutzt, einsetzt und beherrscht. Also zu glauben, dass die Medienwelt stehen bleibt, der täuscht sich. Sie bleibt so wenig stehen, wie wir es erlebt haben mit der Textilindustrie, mit der Stahlindustrie, mit der Kohleindustrie und mit vielen anderen Industrien. Die Welt wandelt sich und es wandeln sich auch die Medien. Im Fokus stand außerdem die anstehende IHK-Wahl. Vom 16. Januar bis 10. Februar 2017 wird das neue Parlament der bergischen Wirtschaft gewählt. Die Mitgliedsunternehmen der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid sind aufgerufen, sich an der Wahl zur Vollversammlung zu beteiligen. Die Industrie- und Handelskammer ist die Vertretung der gesamtwirtschaftlichen Interessen unserer Wirtschaft hier im gesamten Bergischen Land. Und damit haben wir natürlich auch aufgrund des IHK-Gesetzes einen wesentlichen Einfluss, nicht nur in der Beratung der Politik auf der kommunalen, auf der Ebene der Bezirksregierung, der Landesregierung, sondern natürlich auch einen Einfluss auf all das, was hier Wirtschaft ausmacht. Und das ist natürlich in dem Augenblick, das wissen wir alle, wir leben alle von der Wirtschaft. Und das geht ja nicht nur bei der Industrie so, das geht auch im Handel, im Einzelhandel, Gastronomie, alles, was dazugehört. Auch das Leben um uns herum. Ohne Wirtschaft ist das ja alles nichts. Denn wir erwirtschaften ja gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern all das, wovon wir hier in unseren Gemeinden und Kommunen leben.